Ich beginne mit einem Buch aus der Zeit zwischen 1945 und 68. Der Titel lautet »So geht es fein nicht«. Es betraf insbesondere die Gegend, in der ich aufgewachsen bin, den Landkreis Freising in der Stadt Moosburg, wo das Buch auch sehr guten Anklang gefunden hat. Und es sind die verschiedenen Auszüge, die uns auch heute noch interessieren sollten. Ein Beispiel ist die Schule, denn wenn wir in die heutige Zeit schauen, ausgenommen jetzt gerade die Pandemie, dann werfen zum Beispiel Lehrer an einer Berliner Schule das Handtuch, weil die Schüler nicht mehr zu unterrichten sind. Sie sind gefährlich aggressiv, schlagen sich untereinander, gehen auf die Schwächeren los, darunter auch auf die Lehrer. Vergleichbare Schulen soll es bundesweit geben. In unserer Zeit haben in den USA Militärinternate Konjunktur, in denen zum Beispiel die Schüler antreten wie Soldaten und von einem Typ Barras-Spieß 0815 ohne Chance auf Menschenwürde zusammengestaucht werden. Gehorsam und Disziplin, unterstützt durch Knobelbechersport, sollen aus der maroden Jugend hoffnungsfrohe Staatsbürger formen, denen das in der Verfassung garantierte Pursuit of Happiness, dem Streben nach Glück, gelingt. Mehren sich in Deutschland, das dem amerikanischen Traum immer etwa rund 10 Jahre hinterherhinkt, Stimmen, die eine geistig-moralische Wende in der Erziehung einfordern. Lob der Disziplin, titelt der ehemalige Leiter des privaten Internats Salem, ein Herr Büb, seine Streitschrift. Es wird auf Fußballplätzen gerauft, Schiedsrichter werden niedergeschlagen. Der Terror regiert, das hat es noch nie gegeben, wie bitte? Auffällig ist, wie viele Lehrer heute von einem Burnout-Syndrom und von Hilflosigkeit gezeichnet sind, während zu meiner Schulzeit kein mir bekannter Lehrer etwas derartiges von sich behauptete. Ich kannte nur das Gegenteil. Kaputte Schüler sehen, Seelen. Gibt es nur Extreme? Gibt es keine Mitte? Ernst sind die Hintergründe, die den Menschen als Abbild seiner Umgebung zeigen. Und ich versuche, in diesem Buch einige zu erhellen. Aus meinen Fehlern, aber auch aus Fehlentwicklungen der Zeit, habe ich ein paar Dinge gelernt und ich bilde mir ein, dass die aufgeführten Beispiele zeigen, dass aus der hoffnungslosen Generation derer, die jetzt die Lehrer zur Verzweiflung bringen, schon noch etwas werden kann, wenn in diese Schüler richtig investiert wird. Es dürfen nur nicht diejenigen ihre Gewaltfantasien ausleben, die glauben, mit draufhauen und wegsperren dieser außer Rand und Band geratenen Schüler wäre es getan. So unbedeutend oder menschlich der Anlass für die Geschichten ist, so wichtig erscheinen mir ein paar Dinge, die uns heute wieder interessieren sollten. Nämlich der Einfluss der direkten und diffusen Erzieher, zum Beispiel auf mich und andere, deren Strategien zur Konfliktlösung letztlich immer auf Gewalt beruhten. Andererseits die Freiräume, in denen wir teilweise aufwachsen konnten und wiederum die Verachtung der Menschenwürde, die den Institutionen damals als Prinzip gab. Wenn Arbeit unsere Existenzgrundlage ist, so gehören Erziehung, Bildung und Lebensperspektiven als Voraussetzung dazu. Nur wild und frei sein geht nicht und von Natur aus gut ist der Mensch auch nicht. Erziehung und Bildung sind also unumgänglich und sie dienen letztlich einem einzigen Ziel, der Selbstständigkeit des Schülers. Sie erlaubt die Entfaltung der Persönlichkeit im Rahmen der vorgegebenen Sollwerte der Gesellschaft. Nur Persönlichkeiten sind aber in der Lage, notwendige Veränderungen durchzuführen, die den Geist unseres Grundgesetzes, eines der fortschrittlichsten Verfassungen der Welt, bewahren. Die Methoden zur Erziehung und Bildung bedürfen deshalb eines Menschenbildes, das im Grundgesetz verankert ist. Der Artikel 1 muss Wesensgehalt jeder Pädagogik sein. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es kann aber niemand grundlegende Normen des menschlichen Zusammenlebens ersetzen oder schnell mal nachholen, wenn die Institutionen wie Elternhaus oder Schule versagen, wenn der Erziehungsauftrag an Fernsehen und Computer delegiert wird. Wir haben ja gerade jetzt in dieser Zeit aktuell diese Probleme. Missachtung der Menschenwürde aber
wie sie die damaligen Erzieher praktizierten, erhebt die Gewalt zum Prinzip. Meine Erinnerungen, gerade in diesem Buch, sprechen Bände darüber, welch menschliche Wracks oft bei aller scheinbaren Gaudi das Resultat einer derartigen Prägung waren und sind. Das Buch ist deshalb auch als Plädoyer für eine engagierte und sinnvolle Jugendarbeit zu verstehen. Und jetzt etwas ganz Wichtiges. Vergessen wir nie, dass die Generation meiner Großeltern und Eltern angeblich hervorragend erzogen, also diszipliniert, höflich, korrekt, sauber und so weiter, Deutschlands finsterste Geschichte mit Hurra und Heil zu verantworten hat. Ein Beispiel, die psychische Gewalt, ich habe sie, weil ich ja in Bayern aufgewachsen bin, oder das Kreuz mit den Lehrer genannt. Die psychische Gewalt, die sich in Form von Angstzuständen, Bauchschmerzen und so weiter äußerte, trat uns in erster Linie in Gestalt des Lehrers gegenüber. Der Lehrer oder den Lehrer als Meister der psychischen Gewalt zu charakterisieren, überlasse ich getrost Bertolt Brecht. Hier ein Auszug aus seinen Flüchtlingsgesprächen. Groß tritt dem jungen Menschen in der Schule in unvergesslichen Gestaltungen der Unmensch gegenüber. Dieser besitzt eine fast schrankenlose Gewalt. Das Großartigste an der Schule ist ihr Prinzip. Es besteht darin, den jungen Menschen sofort, schon im zartesten Alter, in die Welt, so wie sie ist, einzuführen. Er wird in einen schmutzigen Teich geschmissen, Schwimm- oder Schluckschlamm. Die Lehrer haben dabei die entsagungsreiche Aufgabe, Grundtypen der Menschheit zu verkörpern, mit denen der junge Mensch später im Leben zu tun haben wird. Er bekommt Gelegenheit, 6 Stunden am Tag Rohheit, Bosheit und Ungerechtigkeit zu studieren. Der Schulbub lernt alles, was nötig ist, um in der Schule vorwärts zu kommen, und es ist dasselbe, was nötig ist, um im Leben vorwärts zu kommen. Es handelt sich um Unterschleif, um Betrug, Vortäuschung von Kenntnissen, die Fähigkeit, sich ungestraft zu rächen, schnelle Aneignung von Gemeinplätzen für sogenannte Prüfungen, veraltetes Wissen unter Vortäuschung von Aufmerksamkeit kurzfristig abzuspeichern, Schmeichelei, Unterwürfigkeit, Bereitschaft, seinesgleichen an die Höherstehenden zu verraten und vor allem den jeweiligen Lehrer nicht merken zu lassen, dass zwischen dem, was er vorgibt, dass er ist, beziehungsweise dem, was er lehrt und seiner elenden Gegenwart, eine unüberbrückbare Kluft besteht. Das Wichtigste ist doch die Menschenkenntnis. Die erwirbt man in der Schule in Form von Lehrerkenntnis. Ein praktisches Beispiel. Schlimm für mich und meine Mitschüler war ein Lehrer, dessen Vornamen Gottfried ausgerechnet auf urchristliche Toleranz hinwies, während die Person sich aber in ihren Handlungen als das Gegenteil entpuppte. Wenn ich sein Verhalten heute als gereifter Senior mit viel Menschenkenntnis und Erfahrung beurteilen soll, so muss ich ihm für seinen katastrophalen Unterricht ohne jede Menschlichkeit, ohne Differenzierung, ohne jeglichen Praxisbezug und so weiter eigentlich Vorsatz unterstellen. Ein neues Lernziel startete er mit einer Art Stoffpräsentation, die mit Selbstbefriedigung am besten beschrieben ist. Jeder Blick ins Buch war hilfreicher als das Geschreibsel auf der Tafel. Im besten Frontalunterrichtsstil und dazu seine gestammelten Äußerungen, die mit unzähligen und so weiter lautmalerischen Nöns garniert waren. Damit hielt er seinen pädagogischen Auftrag für erfüllt und kannte fortan nur noch ein Ziel. Er ließ einen Schüler zur Tafel vortreten, um eine Aufgabe zu lösen. Dazu rief er in sadistischer Vorfreude auf das Spektakel zunächst die Worte »Komm raus«. Es folgte eine lange Pause, in der er grinsend die Reihen der sich duckenden Schüler musterte, um dann einen seiner Lieblinge aufzurufen, die spätestens mit der Nennung des Namens einen Synapsenblock hatten. Einen Schüler aus Freising pflegte er so häufig wie keinen anderen dranzunehmen, weil der sich für sein Ziel, ein Schüler fertig zu machen, wie kein zweiter eignete. Er schwarz schrie ihn an, endlich was an die Tafel zu schreiben, verhöhnte ihn, wenn er es tat, weil der Ansatz falsch oder ungenau war, und vernichtete ihn, indem er ihm vor der Klasse klar machte, dass er der letzte Dreck und der dümmste und faulste überhaupt sei. Selbst wenn der Schüler heulend längst in der Bank saß, trafen ihn noch weitere
Kommentare aus dem Repertoire des Fertigmachens. Gewöhnlich endete das Spektakel im dicksten Selbstlob des Realschulklaus. Ich habe Gleichungen mit 5, 6, 7 und mehr Unbekannten gelöst, betonte er lautstark. Ja, so war das. Tiefe Erkenntnis aus meiner Schulzeit, die Methode ist Zucht und das Ergebnis Zufall. Jetzt zu einem weiteren Beispiel aus dieser Epoche, und zwar, wir hatten damals sehr, sehr viele Flüchtlinge bzw. Flüchtlingskinder, wie die genannt wurden. Es war genau ja die Nachkriegszeit und es mussten aus der Batschka zum Beispiel und so weiter die Geflohenen, die Flüchtlinge, die dort verjagt worden waren nach dem Krieg, in Moosburg unterkommen. Und die Nachkriegszeit hatte in Moosburg die jahrhundertealten Strukturen verändert. Wir hatten dort unten das große Kriegsgefangenenlager des Zweiten Weltkriegs für Flüchtlinge aus dem Osten. Auch dort litten die Kinder nicht unter Aufsicht und Fürsorge, sondern sie waren sich selber überlassen. Wie das aber so ist, lastete über ihnen der Makel, den es gleich doppelt gab. Zum einen waren sie einfach Flüchtlinge, denen man von Seiten der alten Bürger nicht einmal den Dreck unter den Fingernägeln gönnte und schon gar nicht den zu erwartenden Lastenausgleich, den sie also erhalten sollten für den Verlust ihrer eigenen Häuser und so weiter. Und zum anderen lebten sie in den Baracken dieses Kriegsgefangenenlagers. Das sagte alles. Das waren für uns die natürlichen Feinde. Sie spielten, und das ist jetzt wirklich interessant, damals, also in diesen Nachkriegsjahren, 45 bis 55, sie spielten für nicht wenige die Rolle, die man heute andernorts den Asylanten zuweist. Verbal von den Bürgern gebrandmarkt und neben uns in der Schule schon äußerlich ärmlicher als wir, hatten sie das keinsmal auf der Stirn, aus dem Lager. Wie armselig das aus heutiger Sicht ist, das kann man sehr gut vergleichen. Ein Beispiel noch. Beim örtlichen Turnverein in der Abteilung Ringen war es eine Strafe, mit dem, ich nenne ihn jetzt so, Gacke zu üben. Denn der sorgete. Darunter ist zu verstehen, dass er eine nach Urin stinkende Unterwäsche trug, in der womöglich noch Rennstreifen der besonderen Art schon längere Zeit die gelbe Unterlage verzierten. Womöglich war er durch die kriegsbedingten Geschehnisse so traumatisiert, wie man es heute diagnostizieren würde, dass er halt öfter in die Hosen machte. Um ihn und andere Fälle kümmerten sich allenfalls eine berufstätige, meist ebenfalls traumatisierte Mutter. Den Vater gab es oft nicht, denn der war vermisst oder gefallen, Krieg oder Gefangenschaft und so weiter. Ja, genau das ist es. Und warum benutzt man sowas? Warum gehen wir genau auf solche Gruppierungen los? Da ist interessant, das habe ich in dem Buch auch vermerkt, und zwar in einem Buch von dem Verhaltensforscher und Nobelpreisträger Konrad Lorenz, der auch eine andere Belastung auf sich hatte, vor dem Krieg, in dem Buch Das sogenannte Böse, wird es unter anderem ganz einfach folgendermaßen erläutert. Die Gefahr, dass in einem Teil des zur Verfügung stehenden Biotops eine allzu dichte Bevölkerung einer Tierart alle Nahrungsmittel erschöpft und Hunger leidet, während ein anderer Teil ungenutzt bleibt, wird am einfachsten dadurch gebannt, dass die Tiere einer Art einander abstoßen. Dies ist in dürren Worten die wichtigste arterhaltende Leistung der intraspezifischen Aggression. Den Leuten aber das zu erklären, um was es hier wirklich geht, dass man Leute aufnimmt, ihnen weiterhilft und so, dem können die wenigsten etwas abfangen. Viel ist bei den Ausbildern aus der Nazi-Indoktrination hängen geblieben. Eine verharmlosende Form davon kennt fast jeder und sie ist sogar heute noch positiv belegt. Es ist die Einstiegsdroge für einen bestimmten Extremismus und hieß und heißt zäh wie Leder, flink wie Windhunde, hart wie Krupstahl. Sie wurde häufig damals von verschiedenen Lehrern, Übungsleitern beim Sport und so weiter, aber auch von Erwachsenen bei unterschiedlichsten Gelegenheiten geäußert. Nicht allen kann ich nur Blauäugigkeit, das ist im doppelten Sinne ironisch, attestieren. Bei diesem Relikt der Erziehung zum Gehorsam ist in meinem Buch entsprechend die Rede.
Ein weiteres Buch, das jetzt in erster Linie mit meiner jetzigen Heimatstadt zu tun hat, Fürstenfeldbruck, hatte ich verschiedene gesellschaftliche Aspekte beleuchtet mit dem Titel Wenn's drauf ankommt, Punkt, Punkt, Punkt. Im Hintergrund ist damit zu meinen, dass man ein gesellschaftliches Engagement einfach, das ist notwendig, das ist in der Demokratie einfach nötig und es taugt. Und ich habe jetzt einfach ein Beispiel rausgewählt. Und zwar, es ging um das Thema Straßennamen. Zu vielen Straßennamen, die einer Person gewidmet sind, kommt spätestens nach einer Generation das Problem des Vergessens. Sind die Namen vor allem Personen aus dem Dritten Reich gewidmet, dann sind wir sehr schnell mit der Forderung nach Tilgung und Neubenennung. Als mir nach längeren Debatten auffiel, dass die wirkliche Gemeinsamkeit in unserer Runde sich eigentlich gegen das Vergessen richtete, brachte ich, damaliges Stadtratsmitglied, in der Sitzung für Ausschuss Soziales, Jugend und Sport folgenden Vorschlag ein. Problematische Straßennamen sollten wir nicht einfach tilgen, sondern nutzen, nämlich als Beitrag gegen das Vergessen. Mein Vorschlag, vorhandene, in Kritik stehende Straßennamen sind mit der ergänzenden Funktion eines zusätzlichen Schildes zu versehen. Das Schild könnte entweder das Symbol mit zusätzlich zwei kurzen Sätzen im Positiven wie Negativen beschreiben. Als Beispiel eignete sich die Werner von Braun Straße. Das hatte ich damals hergenommen. Das Bild zeigt den Januskopf und auf der einen Seite ist der Hinweis, gilt als Pionier der Raumfahrt. Auf der anderen Seite des Januskopfs war mitverantwortlich für die Verbrechen der Nazi-Diktatur. Dieser Zusatz hat eine pädagogisch-historische Dimension und wurde vom Stadtrat auch angenommen und es kam so an. Das Wissen nämlich, auch wenn es nur eine kleine, aber echte Hilfe ist, das Wissen, um die großen Fehler der vergangenen Epochen zu vermeiden, ist genau mit so etwas als Beitrag zu sehen. Es könnte unter anderem ein zentraler Baustein des Geschichtsunterrichts sein. Verfahren wir mit den Straßennamen wie vorgeschlagen, so leisten wir einen kleinen, aber vielleicht sehr wichtigen Beitrag eben zu diesem Thema. Es gibt ja schon genügend positive Beispiele und Ergänzungen in Bruck. Wir haben zum Beispiel die Thomas-Setteli-Straße und drunter das Schild, das ja damals Bürgermeister und so weiter und Sprecher der Demokratiebewegung 48-49 war. Ersetzt man die Straßennamen aber durch neue, so habe ich immer das Gefühl, dass die Geschichte verfälscht wird. Im Brucker Fliegerhorst zum Beispiel hat man einfach die alten Namen aus der NS-Zeit getilgt und sie durch das geschichtslose und scheinbar harmlose Schild Straße der Luftwaffe ersetzt. Es wirkt auf mich wie eine Tarnkappe. Passend dazu ist ein Schwenk zur Literatur. Denken Sie dabei einfach an die Debatte, die sich zurzeit um historische Kinderbücher dreht. In Büchern von Wilhelm Busch soll die Bezeichnung Neger getilgt werden. Aus den alten Liederbüchern soll der Text Zehn kleine Negerlein verschwinden. Bücher wie die Afrika-Romane von Edgar Wallace, die einst bekannter waren als seine Krimis, dürften nicht mehr verlegt oder gelesen werden. Und das alles halte ich für Geschichtsfälschung. Die Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschütten, ist dem jeweiligen Zeitgeist geschuldet. Beispiele dafür sind die Bilderstürmer im Zuge der Reformation, die Vernichtung von unersetzlichem Kulturgut im Zuge der Säkularisation und die Umbenennung von Straßen und Plätzen während der Phase des real existierenden Sozialismus. Es gibt so viele Personen, deren Janusköpfigkeit besten Anlass für sinnvollen Geschichtsunterricht gibt. Eine Richard-Wagner-Straße braucht nicht umbenannt zu werden, obwohl Wagner die entsetzliche Schrift »Wieder das Judentum in der Musik« herausgegeben hat. Seinen Tristan aufzuführen, dafür findet man sogar in Jerusalem Fürsprecher, wenn man Thema und Musik intensiv diskutiert, wie zum Beispiel Daniel Barenboim oder Zubin Mehta. Albert Einstein, der sich immer für den Frieden einsetzte, unterschrieb einen Aufruf zum Bau der Atombombe in den USA.
Also sollte hier die pädagogisch-historische Dimension mit einem entsprechenden Schild genutzt werden. Als besonderes Beispiel nehme ich jetzt mal an die vielen, denke ich jetzt mal an die vielen Straßennamen, die Ludwig Thoma als Schriftsteller ehren. Er steht aber auch für die Kriegsbegeisterung und den Eintritt in den Ersten Weltkrieg, für einen kompromisslosen Siegfrieden, und er schrieb schließlich im Miesbacher Anzeiger antisemitische Hetzartikel, teilweise sogar anonym. Ihn als Namensgeber für eine Straße nur mit seinem dichterischen Werk zu ehren und seine Haltung in der Realität zum Krieg und zur Gesellschaft nicht zu bewerten, das wäre verfehlt. Es gibt ein wunderbares Stück von ihm, der Münchner im Himmel, und weil will's nicht glauben, wie dieser Humor gleichzeitig zu verknüpfen ist mit seiner Rolle als Kriegshetzer, Antidemokrat und so weiter. Und deshalb sollten wir ihn auf keinen Fall vergessen. Einem Kapitel, das Rattensyndrom, habe ich insbesondere wegen der Zunahme rechtsradikaler Tendenzen gewidmet. Und dagegen hilft nur Engagement und Zivilcourage. Als Baustein dafür hatte ich das Rattensyndrom gewählt, das in der Verhaltensforschung damit eigentlich alles sagt, nämlich in der Verhaltensforschung, dass wir ein Parlament der Instinkte besitzen, das in der Evolution sich entwickelt hat. Dieses Parlament der Triebe bei vielen unserer Mitbürgern aus der radikalen Szene ist es eben nicht ein Parlament, sondern eine Diktatur der Triebe, wenn Sie mir diesen Vergleich gestatten. Und es handelt sich wieder mal, das was ich schon im Teil 1 vorgestellt habe, um die Naturgeschichte der Aggression, um den auf den Artgenossen gerichteten Kampftrieb, obwohl wir hervorragend friedlich oder viel besser friedlich zusammenleben können, wenn wir dazu, so hatte ich das auch im Buch ausgewiesen, ganz einfach das wahre Christentum nehmen, nämlich die Bergpredigt, diesen linke Wange, rechte Wange und nicht den anderen niederzuschlagen. So, wir kommen zum dritten Teil. Wenn es um Extremismus geht, bietet sich ja der Sport geradezu an. Das ist dieses Buch, Es lebe der Sport, mit dem Fragezeichen versehen. Bloß welcher? Beispiele. Wenn Freundschaft zwischen Individuen feindlicher Nationen dem Nationalhass so abträglich ist, wie die Demagogen aus gutem Grunde annehmen, so müssen wir eben alles tun, um individuelle internationale Freundschaften zu fördern. Das bedeutet also, dass wir das, was es ja gibt, aber viel intensiver noch zu pflegen ist, zum Beispiel bei den Städtepartnerschaften vernünftigen Sport mit als Grundlage über die Jahre aufzubauen. Stattdessen gibt es den Kardinalfehler, den bezahlten Sport. Es ist der Kommerz- und Zirkussport, der alles im Moment niedergewalzt hat. So halten sich die Vereine, Mannschaften und Spieler, die nach in Anführungszeichen Leistung bezahlt werden. Es ist, wenn man Auszüge zitiert, fast nicht zu glauben. Aber dass er ein besseres Angebot annimmt, dieser Spieler, das ist legitim, das ist branchenüblich. Dass finanzielle Argumente den Ausschlag geben, ist eben ein wichtiger Faktor in diesem Leben. Felix Magath zum Beispiel kann es bei den Profis noch konsequenter formulieren. Im Profifußball geht es nur ums Geld. Wer etwas anderes behauptet, der redet Unsinn. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Uli Hoeneß bestätigt es nur. Wäre ich Manager mit dem Typ Abramowitsch als Geldgeber, dann hätten wir in den Jahren vorher schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Wenn ich mich nur darum kümmern muss, das Geld unter die Leute zu bringen, ist das einfach. Und wenn ich mir jetzt auch noch vorstelle, wer künftig beim FC Bayern das Sagen haben wird, nämlich der Oli Kahn, dann möchte ich noch einmal darauf verweisen, dass der jetzt jahrelang tätig war als Aushängeschild für Sportwetten
Tipico. Und das wird gerade beim Wirecard-Skandal ganz offenkundig, dass insbesondere diese Sportwetten sich hervorragend für Geldwäsche eignen. Also hier ist die Aktualität direkt dran. Dann, wie der Sport weiter genutzt wird, um, ja, man kann es fast nicht sagen, jeden Quatsch mitzumachen, nehmen wir göttlichen Beistand. Rationalität und Sport, das sind so eine Sache. Es ist zum Beispiel bei Startvorbereitungen von Sprintern oder vor der Einwechslung von Fußballspielern gut zu beobachten, dass bei Anhängern des christlichen Glaubens das Kreuz geschlagen wird. Was hätte hier Christus wohl zu dieser Art von Gottesverständnis gesagt, wenn dazu gemurmelt wird, stell dir vor, du bittest Gott, der beste Fußballer der Welt zu werden und er hört dich. Das ist ein Werbespot mit Ronaldo. Diego Maradona sprach sogar von der Hand Gottes, als er sein entscheidendes WM-Tor per Handspiel erzielte. Fußballer aus Ägypten, Algerien verneigen sich wie zum Gebet bei den jeweils gelungenen Aktionen. Und jetzt der HSVler. Wie du gespielt hast, ist scheißegal, wenn du nur gewonnen hast. Und dazu der Rudi Assauer, Werbeikone, ehemaliger Manager von Schalke, Kettenraucher und so weiter, dessen Empfehlung für einen erfolgreichen Fußballer lautete, man muss ein kleines Schwein sein. Da gibt es erstaunlicherweise von 1944, von dem Dichter Albrecht Haushofer, der in einer Todeszelle in Moabit über die Garmischer Spiele sinnierte. Die zeigte sich zwar als politische Botschaft nicht jedem, aber ich will sie hier noch einmal klar machen. Noch einmal, es ging über die Olympischen Spiele in Garmisch, also Werbeslogan 1 für die Adolf-Hitler-Zeit. Mich täuschte dieser helle Zauber nicht. Ich sah die Kräfte, die so milde schienen, dem grauenhaftesten der Kriege dienen. Ich kannte wie die Maske das Gesicht. Dich zum Spielen Schar um Schar gereiht, die ganze Jugend ist dem Tod geweiht. Heute können wir zusätzlich noch einmal sagen, kommt ja auch allmählich raus, wen interessiert schon, wie der Sponsor sein Geld verdient? Denn die Vereine finanzieren sich ja mit Sponsoren. Deshalb habe ich da insbesondere diese Sichtweise rein. Nur der Sieg zählt, Hauptsache gewonnen. Oder Boris Becker verkauft Werte des Sports, um die Menschen an den Pokertisch zu locken. Schlimm, dass ich in meinem Buch damals noch nicht detailliert mich über die Dopingpraktiken in der DDR, und zwar mit den jüngsten Erkenntnissen auslassen konnte, das sollte man gesehen haben, denn da ging es nicht nur um Sportler, sondern um Kinder, an denen das ausprobiert wurde und die wussten das gar nicht. Vielleicht eins, was am leichtesten zu kapieren ist, ich habe also über die Bezüge geschrieben. Es ist mir unvorstellbar, dass unsere Gesellschaft das toleriert, wenn Leute wie jetzt Spitzenfußballer bisher 600 Millionen Euro einkassiert haben. Oder zum Beispiel der Mesut Özil, zum Beispiel bei den Engländern drüben, hatte der pro Woche ein Einkommen von 300.000 Euro. Deshalb jetzt einmal etwas Positives. Wie kann man sich also positiv auf sowas einstimmen? Und zwar, ich habe im Buch als positiv eine Einteilung gebracht, wie man jahreszeitlich Sport betreiben kann und habe im Winter also den Skilauf, einen vernünftigen Skilauf, in dem auch Skitouren insbesondere bei geeigneten Gebieten eine Rolle spielen, gedacht. Wintersport, Eishockey mit Fotos, wie am Weiher gespielt werden kann, mit Anträgen im Stadtrat, welche sinnvollen Sportstätten hier man machen kann, wenn man das entsprechend ausgräbt. Ich habe übers Frühjahr gesprochen, indem man sich vorbereitet auf die Saison, dann die verschiedenen Sportarten, die man hier bereits betreiben kann, im Frühjahr mit Tennis angefangen und so weiter, aber auch die anderen vom Fußball, unsere bekannten Sportarten eben Leichtathletik und so weiter. Schließlich im Sommer, der zentrale Punkt ist Schwimmen, weil es aus meiner Sicht als Grundlagensportart Nummer 1 gelten kann, neben den ganzen positiven Eigenschaften auch gleichzeitig als Einstieg
ja, als notwendige Einstiegshilfe für die Sportarten von Windsurfen, Tauchen, heute Kiten und so weiter, die man brauchen kann. Im Herbst geht es dann mit der Vorbereitung auf den Winter, aber auch mit entsprechenden anderen Bekanntschaften. Aber auf jeden Fall, wenn man es zusammenfassen kann, bevor Sie irgendwo einen besonderen Zuschauer machen und sich als Sportfan für die Profis, betreiben Sie selber Sport, so viel möglich ist, jahreszeitgemäß nochmal der Tipp, selbstbestimmt Sport treiben und die Zeit nicht vor dem Fernseher zu verbringen oder als Zuschauer selber machen, das hat Bestand. Ich kann dafür als im 77. Lebensjahr, wie gesagt, das beste Beispiel abgeben. Ich bin hervorragend mit großer Begeisterung bei den ganzen Sachen dabei, das Umfeld existiert noch und so weiter. So, kommen wir zum letzten der Bücher, die sich da mit Auszügen vorstelle, zu dem Buch Extremismus. Und ich wiederhole noch einmal, die Wiederholung ist ja ein Kernteil von sinnvollem Unterricht. Und zwar, ich wiederhole noch einmal den Ludwig Thoma. Extremismus, Vorbereiter, so war es ja im Eingang auch von mir zum Thema herausgestellt. Ich wiederhole also noch einmal, wie entsteht Extremismus und so weiter. Und er, dieser Ludwig Thoma, kann man fast nicht glauben, wie er zum Beispiel, hier ein Auszug aus dem Vollen, aus dem Spiegel, immer wieder die Juden, die degenerierten Salonbuben, die galizischen Rotzlöffel, die Brandstifter, die mit ihren Zeitungen selbst den Antisemitismus schürten, das Feuer des Rassenhasses anfachten. Wir Arier haben es am Ende nicht nötig, ruhig zuzusehen, wie schmierige Lausbuben, Tango- und Spinatburschen, Klammer Homosexuelle, zu Christenpogromen hetzen und immer wieder drohend. Der Antisemitismus könne noch ganz andere Formen annehmen und sich nicht darauf beschränken, Hakenkreuze anzumalen. Thoma stellt jedem, der mit der galizischen Presskanaille an der Spree Differenzen auszugleichen hat, einige haltbare Miesbacher Ochsenfiesel zur Verfügung und im Stürmerstil, hier hilft kein Zureden, hier hilft bloß die Knute. Und zu schon geschehenen Morden an Kurt Eisner, dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Bayerns und dem Sozialisten Gustav Landauer, merkt Thoma an, immerhin waren das nur Vorspiele zu größeren Kuren, die wir uns gelobt haben, für den Fall, dass sich die Beschnittenen bei uns noch einmal mausig machen. Also, am 21. Januar ernährt sich Ludwig Thomas Geburtstag zum 150. Mal. Es wäre ein Anlass, eigentlich mit Freude an diesen populären bayerischen Schriftsteller zu erinnern und ihm Elogen zu stricken. Doch spätestens seitdem die Historiker wie Wilhelm Volkert Thomas anonym verfasste Hetzkommentare im Miesbacher Anzeiger zur Gänze herausgeben, fällt ein entsprechender Schatten und da wäre auch wieder die Straßennamen entsprechend sinnvoll, wenn man sie so nehmen würde. Nehmen wir Georg Lohmeier, der in ganz Bayern bekannt ist, vor allem durch die Fernsehserie Das königlich-bayerische Amtsgericht. Der hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben in Geschichten aus der Geschichte. Da gibt es einige Kapitel über die Nazi-Zeit. Er fordert, dass jeder einmal im Leben ein KZ, diese Museen des Grauens, besucht haben muss. Auf welche Abwege, und das ist mir ganz wichtig, fast ein ganzes Volk gelangt ist, nicht Einzelne. Sie haben alle hier geschrieben, wollt ihr den totalen Krieg? Und warum sich so etwas nie mehr wiederholen darf, dazu genügt eigentlich dieser kleine Auszug. Die vielen Richter und Scharfrichter in der Nazi-Zeit haben sich damals auch im Recht geglaubt und haben einen auf die Guillotine geschickt, nur weil man einem einen Jesuitenpater über Nacht behalten hat oder öfters einen ausländischen Radiosender gehört hat. Diese Herren haben so etwas im Namen des Führers mit dem Tode bestraft. Das hat es damals tausendmal geheißen im Münchner Justizpalast. Und von den zigtausend, die in Flossenbürg verhungert und erfroren sind, nicht zu reden, indem der dortige Lagerkommandant Geier eine Hinrichtungsmethode erfunden hat, wo man gar nichts zu tun hatte. Nämlich, er nannte es durch natürlichen Abgang, wie er dem Himmler seine Patentlösung genannt hat.
werden in Flossenbürg die Häftlinge weniger. Er hat den Kranken weder Zudecken gegeben, noch etwas zum Trinken und auch nichts zu essen. Im Winter hat er von den Krankenbaracken auch noch die Fenster abmontiert. Da geht's dann bedeutend schneller, schreibt er dem Reichsführer SS. Und solche Dokumente kann man alle studieren in der Informationsbaracke zu Flossenbürg, 25 Kilometer hinter Weiden in der Oberpfalz. Ja, jetzt wieder was Positives. Das ist am Ende des Buches dann die 10 Gebote für eine starke Demokratie. Um eben denjenigen, die solche schreckliche Zeiten nicht vergessen wollen, ja sie wiederholen wollen, denen muss man so etwas vorhalten. Ich lebe die Demokratie mit den Werten, wie sie im Grundgesetz verankert sind. Ich engagiere mich vor Ort in sinnvollen Organisationen, ohne die eine Gemeinschaft nicht möglich ist. Es sind Vereine, Verbände, Parteien, aber auch direktes Engagement. Ich informiere mich in verschiedenen Medien über die aktuellen Ereignisse in der Gesellschaft. Ich prüfe und analysiere mein Wissen in Gesprächen bei entsprechenden Gelegenheiten und bewerte es. Da würde ich heute dazu sagen, hören Sie mal nur den Trump an, dann reicht's. Ich beziehe, bewerte regionale, überregionale Tages- und Wochenzeitschriften und unterstütze damit die Pressefreiheit. Ich unterstütze die Energiewende und ökologisches Wirtschaften mit Worten und Taten. All mein Engagement stimme ich meiner persönlichen Leistungs- und Belastungsfähigkeit ab. Dort, wo ich direkte Verantwortung gegenüber Mitmenschen habe, wie in der Familie, hat der Erziehungs- und Bildungsauftrag Vorrang. Ich akzeptiere Mehrheitsentscheidungen generell als Grundprinzip der Demokratie. Gegenteilige Meinungen lasse ich gelten, trete aber mit allen legitimen Mitteln dagegen an. Immer gilt Kooperation vor Konfrontation. Toleranz ist für mich Gebot des Alltags. Ich verhalte mich besonders im Straßenverkehr rücksichtsvoll, denn er ist für Gesundheit und Leben viel bedrohlicher als Terrorismus und Amokläufer. Ich bin mir bewusst, dass ich selbstbestimmt agieren und entscheiden muss. Als Hoffnungssymbol sollen die 5 olympischen Ringe dienen. Sie symbolisieren die Verbundenheit der Menschen aller Kontinente. Mögen sie der Politik besser dienen als dem augenblicklichen Sport. Seit 1996, das als Schluss jetzt, gibt es eine Veranstaltung gegen das Vergessen, die vom Arbeitskreis Mahnmal, darunter engagiert die Bürgerinnen und Bürger wie Ehepaar Marquardt, Jürgen Schulz, Barbara Thierfeld, Richard Gehlon, Jutta Remsing, Philipp Heimal, Monika Jäger und von meiner Frau Julia organisiert werden. Erinnern wir am 27. Januar jedes Jahr unter anderem an die Todesmärsche der Zwangsarbeiter der Außenlager. Gegen das Vergessen ist heute wie damals hochaktuell. Höcke von der AfD nennt es am Beispiel des Berliner Holocaust-Denkmals eine Schande. Wir aber ja wissen, dass diese Erinnerung ein Grundpfeiler unserer gemeinsamen freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist. Als Schlussfolgerung ist ja Folgendes zu sehen. Die Gefahr geschichtsloser Menschen ist ja, dass sie die Gegenwart für naturgegeben halten. Sind wir dagegen geschichtlich vertraut, dann können wir diesen Satz nehmen von Max Mannheimer. Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah, aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon. Danke.